Um Bienenvölker gesund einzuwintern, ist eine effektive Varroa-Behandlung in der Regel unumgänglich, um festzustellen, ob diese Behandlung den gewünschten Erfolg hatte oder ob sogar auf eine weitere Behandlung verzichtet werden kann, ist die Varroa-Befallskontrolle mit Puderzucker eine gute Methode. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen dieser Befallskontrolle sind trockenes Wetter und vollkommen trockene Materialien. Während der Beprobung sollte nicht mit Wasser hantiert werden. Für die Befallskontrolle mit Puderzucker benötigt man folgende Materialien: eine feste Deckelfolie, einen Becher mit 100 bis 120 Milliliter Inhalt, zum Beispiel einen Urinbecher, einen mindestens 750 Milliliter fassenden Schüttelbecher mit Deckel und Gitterboden und pro Volk ca. 35 Gramm Puderzucker, der trocken und fein gesiebt sein muss. Für die Auswertung des Befalls benötigt man ein Feinsieb, zum Beispiel aus der Honigverarbeitung, einen hellen Eimer, auf den das Feinsieb passt, bei Bedarf eine einfache Lupe und eventuell eine helle Unterlage, zum Beispiel einen Eimerdeckel oder ein weißes Papier. Aus dem obersten Raum des Volkes wird vom Rand eine gut mit Bienen besetzte Wabe ohne Brut entnommen. Die Bienen werden auf die Folie abgestoßen. Anschließend wird die Folie in der Mitte umgeklappt, sodass die Bienen nicht nach oben wegfliegen können. Die Folie wird genommen und mit einem Ruck nach unten bewegt. Jetzt können die Bienen einfach in den kleinen Becher geschüttet werden. Dieser muss randvoll sein, denn es müssen mindestens 50 Gramm Bienen zusammenkommen. Die Bienen werden sofort in den Schüttelbecher gegeben und der Becher wird sorgfältig verschlossen. Nun kann auch kontrolliert werden, ob die Bienenmasse stimmt. Sind es zu wenig, können jetzt weitere Bienen dazugegeben werden. Nun wird der Puderzucker mit Hilfe eines kleinen Bechers durch das Gitter hinzugegeben. Durch vorsichtiges Schwenken wird der Puderzucker auf allen Bienen verteilt. Der Becher wird mit dem Gitter nach oben beiseite gestellt. Die Bienen bleiben für 3 Minuten im Schüttelbecher. Zwischendurch wird der Puderzucker nochmals vorsichtig verteilt. Sind die 3 Minuten vergangen, wird der Schüttelbecher mit den Bienen über dem Sieb umgedreht und 1 Minute lang kräftig ausgeschüttelt. Zuerst fällt der Puderzucker, die Milben fallen dann später. Nach dem Ausschütteln werden die Bienen in das Volk zurückgegeben. Die bepuderten Bienen werden von den anderen Arbeiterinnen geputzt. Der Puderzucker wird durchgesiebt, die Milben bleiben im Sieb zurück und können gezählt werden. Wenn die Milben zwischen vielen kleinen Puderzuckerklümpchen schlecht zu erkennen sind, kann der Siebinhalt auf eine helle Unterlage geschüttet werden. Die Milben können dann leicht vom Puderzucker getrennt werden. Die Auswertung der Milbenzahl erfolgt nach einer Schadschwellentabelle. Wenn mehr als 25 Milben aus einer Probe von 50 Gramm Bienen fallen, ist unverzüglich eine schnell wirkende Behandlung, zum Beispiel mit Ameisensäure, nötig. Wenn weniger als 5 Milben im Juli bzw. 10 im August und 15 im September zu finden sind, ist das Volk vorerst ungefährdet. Eine Varroa-Behandlung ist zunächst nicht erforderlich, es muss aber eine regelmäßige Kontrolle des Milbenbefalls durchgeführt werden. Liegt die Milbenzahl zwischen 5 bzw. 10 oder 15 und der Schadschwelle von 25 Milben, sollte in der nächsten Zeit eine Varroa-Behandlung erfolgen. Die Befallskontrolle sollte bis zur Einstellung des Flugbetriebs alle 3 Wochen wiederholt werden. Wenn eine Varroa-Behandlung durchgeführt wurde, liefert sie frühestens 2 Wochen nach Ende der Behandlung aussagekräftige Ergebnisse.